Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Stellwerk 7. Heute werden wir eine ganz besondere Episode haben, denn wir werden uns die Strecke in echt ansehen, die wir hier haben. Ja, was haben wir denn? Wir haben hier rechts oben Exeter und dann ganz viel Strecke bis Newton Abbott. Und da haben wir hier die Junction, wo es dann aufteilt hier nach Plymouth. Da geht es dann hier nach unten weiter. Und unten haben wir Plymouth, wo es dann Richtung Paar weitergeht. Oder nach Pagan, da kommt gerade ein Zug aus der Richtung. Da haben wir hier den Bahnhof und dann geht es weiter nach Goodrington oder nach Kingswear. Es sollte, glaube ich, eine relativ entspannte Session werden. Und da dachte ich mir, wir schauen uns ein Video an, wo ein Zug von Richtung Exeter bis nach Plymouth runterfährt. Die Fahrt dauert ungefähr eine Stunde. Und eine Stunde werden wir hier ein bisschen FDL spielen. Okay, kümmern wir uns mal schnell um die Züge. Na, 20603, wo ist er denn? In meiner Liste, 2020. Bin ich gerade so doof, den anzugucken? Ah, 20607, Entschuldigung. 20607, wo bist du? Das gibt's doch nicht. TQY. Ich bin gerade so doof, die Nummer zu sehen. 20609? Wo ist nur 7? Ach, da, ganz ab. Der erste. Okay. Der fährt dann auf NTR Gleis 3. Das können wir ihm dann eigentlich schon mal geben, hätte ich jetzt mal gesagt. Und von Gleis 3 TGM und dann nach Exeter. Das heißt, wir fahren so rüber. Geht ja gleich ganz komplett durch. Nicht ganz. Dann machen wir das. Perfekt. Unter 20. Oh, MPDSW ist jetzt gerade kommen. Mount Gold Junction. Okay. Fährt einmal so weiter. Nach Lipson Junction. Ist da oben. Auf Gleis 5 möchte er dann fahren. Fährt nach Penzance runter. Auch eine schöne Strecke. Okay, dann machst du mal dieses Manöver hier. 20341. Fahrt auf NTA 2. Bleibt da auch kurz stehen und fährt dann weiter. Fährt im Plymouth auf Gleis 6 dann ein. Das ist hier oben. Okay, soweit alles unter Kontrolle. Gut, dann würde ich sagen, starte ich mal das Video. Ich werde es für mich auf dem Monitor mal mitstarten. Und Video läuft. Da steht er hier gerade in Exeter. Oh, das wird das Multitasking sein. Video gucken und Ordensleiter hier sein. Ton mache ich keinen rein vom Video. Das hätte im originalen Ton. Dafür gibt es im Hintergrund ein bisschen Musik. Aber ist auch einmal was Schönes. Vor den Slidern und dabei die Strecke mal ansehen, die man hier eigentlich bedient. Weil wer meine TS Classic Videos kennt, der weiß, dass wir die Strecke schon ein, zweimal gefahren sind. Auch bis nach Penzance runter. So, ein bisschen aufpassen. 11939 ist hier auch am Antanzen. 7.03 Uhr NTA 3. 102.07. Der 706. Du fährst hier nicht zuerst rein. Sorry. Er fährt zuerst rein. 939. Und fährt dann durch. Okay. Dann fährst du aber dann im Anschluss durch. Warum hast du... Achso, Moment. Entschuldigung. Das hat er mir hier nicht genommen. 341. Ah, der hält hier. Der hat aber Verspätung. Schickt man gerade weiter. So, ist es da schon? Take him auf da.
wenn dann die Junction dahinter kommt, dann könnte schon Taking Mouth sein. Ja. Ist mindestens identisch mit unserem Gleisbild. Okay, Lipson Junction auf die 5. Einmal hier so rein. Und der nächste von Exeter. Jetzt wird es aber dann voll hier. Okay, dich einprogrammieren. Newton Abbott. Newton geht dann weiter nach. Ja. Wiederholung ist drin. Und wir machen hier noch das da. Damit ich mich um das nicht kümmern muss. Okay. Ja, vielleicht mache ich doch den Ton von dem Video ganz kurz rein. Leise. Seht ihr dann im finalen Video. Ich weiß noch nicht, wie ich mich dann entschieden habe. Edit-technisch. Ich hoffe, man sieht es dann einigermaßen gut, wenn es da unten so klein ist. Aber ich werde das Original dann auch nochmal verlinken, falls ihr euch das mal in voller Auflösung anschauen wollt. So, NTA 2 ist drin, fährt gleich mal los. 939 ist am Ankommen. Bin ja eigentlich nicht so ein Fan, wenn es da so über die ganzen Farbbalken übereinander geht. Das ist teilweise ein bisschen verwirrend. Der nächste! NTA 2. Fertigen 2. Das ist dann Dock 2 da unten. Ja, muss ja eigentlich sein. Ach nee, Moment mal. PGN 2. Er fährt nach Hagen runter. Da muss ich aufpassen. Okay, der ist am Losfahren. Also nicht mal am Signal unten. Das passt eigentlich ganz gut. So, der ist jetzt mittlerweile auf der Hauptstrecke. Scheiße, den hab ich erst. Ah, shit! Der hätte eigentlich. Ah. Ich bin so doof. Der wollte eigentlich auf die 5. Ich hab das. Ah, ja gut, jetzt steht er auf der 6. Nicht so schlimm. War da von der 6 dann noch ein paar. Stimmen wir gerade mal anpassen. Bist jetzt 6. So. Erst noch ein paar runter. NTA 2 fährt der durch. So, 3, 4, 1. Er fährt dann auf die 6, okay. Ja, das auch denken, was ich da gerade mache. Warum lässt du mich nicht auf die 5 reinfahren? So, der Kollege, der 260, kommt gefährlich nahe zum Bahnhof.
260, wo bist du? Der will dann auf die 5 fahren. Shoe Change. Ah, soll ich dich schon mal eins weitergeben? Ah, ich warte noch, bis er da unten ist. Zwei, eins, sieben. Sieben Uhr drei. Das ist eigentlich on time. 6:07. 2 Minuten Reserve. Okay, alles im Plan noch. Beim F6 um 2 nach hätte er schon die Abfahrt Richtung Paar. Bitteschön, weg mit dir. Damit keiner sieht, dass du hier falsch stehst. Außer YouTube. Soll man den gerade durchfahren lassen auf 2? Jetzt ist es zu spät. Oh, du fährst da und hier. Eins weiter. Noch Bremer auf. Und dann 003 war der für PGN2. Okay. So, für dich auch die Wiederholung nach hier. Da stehen aber schöne alte Wagen da rechts. Ja, die Landschaft ist schon geil da unten. Haben zwar beim Video nicht das geilste Wetter gehabt, aber sieht schon geil aus. So Junge, fahr da raus. Oh, du fährst auch eins weiter. Musst hier auf die 2 einfahren. Ich meinte, da habe ich mal auf YouTube eine Serie gesehen, wo sie mal das Gleis komplett ausgewaschen hat. Da waren sie mal ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, das war eh da unten. Da hat sogar ein Haus teilweise mitgenommen. Eigentlich eher wundert, dass es nicht allzu oft passiert da unten. Am Wasser da. So, der nächste Halt. Ja, sieht nach Expresszug aus, muss man hier gerade zugucken. So, NTA1 möchte eigentlich auch noch PGN2. Du könntest eigentlich mal hier schon mal so fahren. Und da warten wir für den Bahnübergang, bis er dann da ist. Habe ich jetzt eigentlich einen Zug vergessen? Der fährt hier weiter. I guess von Orange 341. 341 in Tod. Tod Gleis 1. Oh ne, Moment, falsch, das ist falsch. So. Das auflösen.
Erst so dann weiter. NTH 2, PGN 2. Ja. Du machst dann gerade die Wiederholung nach hier unten. Dankeschön. So, 6-0 auf die 5, ne? Ja, ich glaube, jetzt gebe ich dem das. So. Perfekt. Also Newton Abbott muss man wirklich aufpassen, dass man die nicht falsch wegschickt. Das wäre echt ein bisschen fatal bei der Junction da. So, wunderbar. Das ist jetzt auch am Einfahren. Gott sei Dank ist es noch ein bisschen ruhig, dass ich nebenbei noch das Video mit anschauen kann mit euch. Ihr könnt euch ja da ganz gut entspannen und zugucken, wie ich das so halbwegs gut hinkriege. (lacht) 3-4-1, Tod 1. Hier gibt es nichts zu beachten. Da wartet er noch, bis es weitergeht. Okay. Ah, haben sie da das Gleisbett vor kurzem neu gemacht. Der 217, schauen wir mal, was der so machen will. Der fährt Tod die N durch. Okay. Climb through. Auf dem Through-Gleis macht er einen Crew-Change. Okay. Also das hier in der Mitte zwischen 4 und 5. 217 Orange, das heißt, du fährst als nächstes so und dann so. Und es ist schon mal eingestellt. Läuft, würde ich sagen. Ja, also Verkehr, würde ich sagen, ist momentan moderat. Gut, es ist 10 nach 7 da drin. Aber Verspätungen sind auf der Strecke ein bisschen blöd, weil du hast eigentlich kaum irgendwie Platz auszuweichen. Beide zwei Züge sind nach Peyton drin. Und mal schauen, dann 004. Wo ist in der Liste? Der fährt von Gleis 2 um 7:48 wieder ab. Das ist ein bisschen blöd. Der Zug dahinter. Jetzt weiß ich nicht, was der für eine Nummer gehabt hat. ISSW hat er als nächstes. Ich schau nochmal, wenn die Nummer gleich auftaucht. Aber warte mal, das ist ja der. Das müsste der hier sein. Paddington 2 um 10 nach. Ah, das ist jetzt.
Das ist jetzt ein bisschen beschissen. Den muss ich eigentlich auf die 2 lassen, weil er da recht lang stehen bleibt. Ich will das nicht auf der 1 haben. Ich muss den... Oh, ich kann den aber auch nicht falsch schicken. Ah, das ist jetzt kacke. Was mache ich denn da jetzt? Den kann ich ja schlecht eine Schifffahrt machen lassen. Die ganze Strecke da. Ich kann den ja nicht normal rausschicken. Ich kann höchstens sagen, der 22004 macht eine Schifffahrt erstmal bis dahinter. Und wartet, bis der Verspätete weg. Ja, es geht gar nicht anders. Hätte ich jetzt mal gesagt. Shit. Naja, ist wie es ist. Dann hätte der 003er zuerst reinfahren sollen. Fürs nächste Mal weiß ich's. Und das da müsste jetzt Newton Abbott sein. Wo der da einfahrt. Okay, wir machen... Ja, wir machen das mal so, dass der hier so weiterfährt. Der Bahnübergang zu. Ja, das ist Newton Abbott. Gott, du hast das Schild auf der Seite gesehen. Also der ist jetzt hier, genau bei der Junction da vorne. Also hier braucht es definitiv nochmal ein Ausfahrsignal von der 1 und eine Kreuzweiche. Wie nach da oben. Es ist halt ein bisschen mehr, dass ich hier keine Signale in die Richtung habe, bis halt auf das Rangiersignal da. Wenn der mit der Rangiergeschwindigkeit da unten entlang fährt, da gehen gefühlt 5 Jahre. Ah, wisst ihr was? Ich will die Fahrstraße nicht mehr auflösen für den Bahnübergang. Weil der wird hier in den Torquay auch nochmal halten. Da brauche ich mich jetzt mal nicht stressen. So, der 260. Hat es dann auch langsam mal geschafft. Wird man gar nicht meinen, ne? Dass da von Exeter bis nach Plymouth, dass die Züge da effektiv eine Stunde brauchen. Das sieht ja so jetzt gar nicht mehr so mega groß aus. Nice, geht da oben weiter. Also wenn er jetzt noch länger da steht in dem Video, dann glaube ich, werde ich das mal ein bisschen nach vorskippen. Ah, da kam gerade der akustische Befehl. Ja, jetzt sollte er gleich mal losfahren. Keiner steht irgendwo auf dem Bahnsteig. Alle haben rumfahren. Hat man auch selten. Boah, jetzt sehe ich es ja erst. So richtig, die ganzen Verspätungen. 30 Minuten, 27, 36, 18, 35, 25, 36. Jetzt kommt sogar von Parma einer. Einmal auf Gleis 7. Das bekommst du, mein Kollege. Und fährt die ganze Strecke bis nach Exeter. Nächste Halt ist dann für ihn NTA 3.
Ansonsten fährt er durch. So, jetzt müsst ihr dann gleich diese Junction nach links weggehen mit einem so einem Gleis runter. Deswegen ist das ganz linke Gleis müsste sein. Ja. Das ist jetzt die andere Strecke da unten. Die erstmal ein Stück lang parallel läuft, so wie es aussieht. Zumindest bis kurz vor Totness. So plus minus. Ja, werden wir gleich im Video sehen. So, TRR. Das ist der verspätete TQY. Der andere. 27 in 2 Minuten. Wenn er wegfährt, dann gebe ich ihm da die Fahrt da hier rein. Also ich hoffe mal, er bleibt hier nicht auf Gleis 1 stehen. Ansonsten, ja gut, wenn ich ihn auf Gleis 1 stehen lasse, dann müsste er zumindest bei der Abfahrt dann dieses Rangiermanöver machen. Das kostet Zeit. So, 27. Hier rein, bitte. Mal Übergang. Oha, 260 ist endlich mal unten. So, schauen wir nochmal für den 341. Was müssen wir für dich eigentlich machen? IBM ist ein Plymouth 6. Machen wir auch mal bis hier rein. Wiederholung. Und anschließend Plymouth 6. Ah, wobei, weißt du was? Ich mache das bei dir noch nicht. SP löschen. Weil ich brauche das für den da. Exeter. Ausfahrt, andere Richtung. Neues. Erster Halt, NTA3. Alles klar. Dann würde ich mal die Fahrstraße bis... kurz vor der Junction fahren lassen. Ah, das andere Gleis ist weg. Okay. Die ganze Strecke bis nach Penzance runter in Trains in World. Das wäre mal was. Teil davon haben sie ja schon gemacht. Nur den Schützenteil ausgelassen. Ah, das ärgert mich so mit den zwei Zügen. Ach, Mann. Na ja, gut, kommt davon, wenn man das erste Mal macht, ohne üben. Also, die Station hier zumindest.
Ist schon Wahnsinn, die Landschaft da. Also die Strecke zu bauen, ich glaube, das war schon eine Herausforderung. Was das an Manpower wohl kostet hat. Okay, der 004 ist jetzt bei der Einfahrt. Mal schauen, was er gleich macht. Ob er hier stehen bleibt oder weiterfahrt. Ibi. Wo ist Ibi? Ach, da unten. Ivy Bridge. Ich glaube, der Sound von dem Video wäre für euch schon ganz cool. Ja, gerade diese ABS-Bestätigung klingt schon ganz geil. Für die Atmo. Also dieses D. Wenn Signal grün ist. Wo kommt denn der nächste Zug von Exeter eigentlich? 744. Ist das richtig? Die sind alle schon da. Okay. Da ist wirklich wenig los hier. Und der nächste Zug von A wäre dann um 8.05 Uhr. Wir würden da gleich eigentlich im Park kommen, aber da haben wir die Verspätung mit 29 und 2. Naja. Nicht zu vergleichen mit München Hauptbahnhof oder so. Oder Basel. Ach, Basel war auch witzig. Bis auf den Güterzug. So, Kollege. Wer rein in den Bahnhof? Oh, da hat jemand gelb. Lara Junction Down Goods. Von Exeter nach Paar. S351. Wo ist das? 315. Hä? S351. Ist jetzt total doof. Hä? Ich sehe es mal gerade nicht an, wo der Zug sein soll. Ach da, Gleis 5. Moment, aber warum? Ich dachte, der macht hier einen Crew-Change. Hä, was ist denn jetzt hier falsch? Einmal 5. Ja, will der... Ach. Okay, das geht mir jetzt gerade irgendwie in den Kopf nicht ein, warum... Warum ihr sagt, außerplanmäßiger Halt. Wird auch in der Liste nicht angezeigt. Ich meine, ich könnte noch einfach noch ein paar weiterfahren lassen, wenn ihm das hilft. 3. Hm. Ja, gut, dann... Oder sehe ich da jetzt irgendwas falsch? Ich lasse ihn fahren. Ganz wie er will.
So, Paddington 1. Ach, shit. Der ist jetzt da stehen geblieben, natürlich. Okay, dann ist es halt bei dir jetzt die 1. Und fährst du hier nach oben. War nicht geplant so. So, wo ist denn er jetzt hier? Ist er in Totnes? Kommt es hin? Irgendwo ein Schild da auf der Seite. Aber muss eigentlich sein. Das nehmen wir auch mal zurück. Gut. Ja, wenn er dann abfahrt, dann muss ich sagen, Richtung ändern, da nach hinten, dann nach oben. Dann fährt er so raus. Das kostet Verspätung. Aber besser als wie da unten auf ein Schifffahrt zu fahren. Oh, Exeter ist jetzt besetzt. Cool. Ich bin nicht allein in England. Das sehe ich irgendwie generell wie die Spieler in England im Stellwerksim. Oh, 3, 4, 1, wo bist denn du dann hin? Auf Gleis 6, okay. Warum eigentlich Gleis 6 und nicht Gleis 5? 5 würde eigentlich mehr Sinn machen, dass du da durchfahren kannst. So, im Anschluss kommt der 217. Der möchte auf Fluggleis. Okay. So, Kollege ist auf der 2. Der wird uns dann gleich mal sagen, dass er hier abfahren will. Hätte um 10 auch schon abfahren sollen. Ah, und Exeter gibt mir schon mal eine Fahrstraße rein. Das wäre dann welcher? Lassen wir uns mal überraschen. Außer der hat ja auch schon weit im Vorhinein gelegt. Exeter weiß ich jetzt gar nicht, wie das Stellwerk an sich aussieht. Okay, der macht das hier rein. Wir machen eine Wiederholung auf das da. Das da, Wiederholung auf den Kollegen. Den Kollegen auf da. Auf die 2. Und Übergang wieder zu. Und da macht er hier einen Abflug. Nice. Lauft. Der 40 ist aber auch nicht mehr so lang hin. Ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Ich glaube, die Action werden wir dann auch noch erleben. Ja, was wird der jetzt noch fahren? 20 Minuten, bis er dann unten ist. Plus, minus. Der Kollege ist unterwegs. Ja, den könnte man dann auch direkt nach Newton Abbot einfahren lassen. Oder 175 wird noch eine ganze Weile brauchen, bis der da oben ist. Und ein Zug von Paar. Wo bist du hin? Der
gut auf das Frühgleis. Bis 7 Uhr. Ach, der ist ja auch zu spät. 18 Minuten zu spät. Fährt durch nach Exeter. Ui. Na gut, wenn du auf das Frühgleis willst, dann viel Spaß da unten. SDGS. From Sidings, Lara Down Junction. Down Goods. Ach so, will der fahren. Okay, interessant. Dann haben wir jetzt mal hier was zu tun. Von da nach Goods. In Goods oder die Richtung ändern. Nach Lips, das heißt, wir fahren dann auf die andere Retour. Über die Junction da und dann auf Gleis 8 nach oben. Okay, das klingt machbar. Es passt jetzt ganz gut, dass der andere Zug hier gerade am Einfahren ist. Dann kann der dann unten gleich mal weiterfahren. Ah, 20342. 16 Minuten Verspätung. NTR 2. Fährt nach Paar runter, hält auch in Todd. Dann gebe ich dir mal bis NTA 2. Und dann schauen wir weiter. Und jetzt war 17, wenn wir dann auch noch vorbei heizen lassen. Bevor der da unten hier rauskommt. Angewarten haben ja nie eine Prio. Haben wir ja gelernt. So, der ist jetzt im Frühgleis drin. Mal schauen, ob das dann auch wieder so ein Zug ist, dass sich dann gerade beschwert. Dass einen außerplanmäßigen Halt hat. Nee, der ist jetzt drin. Okay, nach Exeter. Dann stellen wir das schon mal ein. Und da nach Dö. Und bitte einmal raus. Dankeschön. Und für Todd können wir hier auch gerade die Wiederholung machen. Noch darüber. Sehen wir uns dann in Newton wieder. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Video so ab und zu mal ein bisschen kriselig wird. Aber gut, besser als gar nichts. Ich frage mich gerade. Mal angenommen, ich lasse den hier bei Pekten über das Rangiersignal ausfahren. Kann ich ihm dann sagen, laut Fahrplan mit der Geschwindigkeit? Wobei, na, ist eigentlich, nee, sollte eigentlich gar nicht gehen. Nö. Nö. Frage wieder verworfen. So, Ladder Down Goods. Gleis 8. Du fährst
Das erste noch nirgendwo hin. Ist belegt, war das auf den 217er. Kollege, magst du mal fahren? Kommt ein anderer Zug, der reinfahren will. Zwei 17 wollte dahin fahren, wo jetzt gerade besetzt ist. Ja, ich kann ihm das zumindest schon mal einstellen. Oder die Fahrstraße macht, sobald der hier weggefahren ist. So, Ausfahrt hat der TR, das ist er da oben momentan. Mal gucken, 342 ist jetzt auch am Anrauschen. Ich glaube, den lassen wir dann zuerst rausfahren. 342 hält dann in Tod wieder. Ja, ich glaube, das machen wir. Erst hier runter, Tod 1. Dann noch Ibi. Ibsen bleiben auf 5. Okay. Der kommt. Ja, okay. Und dann fährst du da raus. Und dann warte ich noch, bevor ich die Fahrstraße da weitermache. Beziehungsweise ich nehme jetzt mal hier Auto FS aus. Aber ich kann sie mir schon mal geben. Wenn ihr das Exit da schon die Fahrstraße sieht. So, bleiben wir auf Gleis 6, Abfahrt um 3:50. Du blockierst mal ziemlich lange das Gleis, Kollege. Nehmen wir down, gut. Dich tue ich jetzt auch mal einstellen. Du fährst mir dann nach hier hin. Das kann ich gar nicht machen. Warum nicht? Doch, kann ich schon. Wiederholung da rein. Und dann auf Gleis 8. Okay. Ist schon mal vorgemerkt. Ich habe ein bisschen verpasst, wo der auf der Strecke gerade ist. Ist der schon bei Ivy Bridge vorbei? Ah, ich bin schlecht im Multitasken. Oh, 342. Ist der schon wieder am Fahren oder fährt der gerade ein? Der fährt. Ja, fährt geradeaus. Das passt ganz gut jetzt hier mit dem Treffen. Also die Bahnsteige könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das mal so tagtäglich abzufahren als Lokführer. Boah, das muss auch bei Sturm geil ausschauen. Wobei, unten, wenn du unten beim Wasser bist, dann glaube ich, ist es irgendwie weniger geil. Wenn du dann Angst haben musst, dass dann irgendwie mega Wasserwelle auf den Zug kommt und dich aus dem Gleis hebt. Das ist, glaube ich, dann nicht so geil. Cool, der ist da unten auch weg. ISSB. Da unten, wo willst denn du hin? Mount Gold Junction, Lipson Junction. Okay, du willst
noch da und dann auf Gleis 5 weiter nach R. ECS, okay. Wird doch langsam kuschelig hier, Gott sei Dank. Jetzt habe ich wieder nicht hingeschaut bei dem Halt da. Eigentlich wäre es witzig, wenn man genau den Zug hier im Stellwerk sehen würde, wer da entlang fährt. Wenn man sich genau den gleichen aussucht. So, der Kollege fährt ins Frühgleis schon mal ein. Und der nächste von Exeter. Auf der letzten Meile da oben zwischen Torrey und dem Signal ist er auch noch doch recht lang unterwegs. Er ist dann hier zwar schon rot, aber braucht er noch recht lang, bis er dann effektiv an dem Signal dann ist. So, da, Frühgleis um. Boah, du bist da auch ziemlich lange. 751 bis 847. Okay. Da kann ich dich erstmal vergessen. Aber um 53 fährt Gleis 6 noch A. Die stehen alle verhältnismäßig lange da. 737 bis 753 planmäßig. Okay, der ist in der Junction unten. Der kann dann mal hier hochfahren. Oh, 179 ist auch dann auch mal langsam Hallo von hinten. Die werden da gerade direkt hintereinander fahren. Warte mal, kontrollieren da 1. Na, 175, Entschuldigung. NTA 3, ansonsten durch. Brauche ich dich auch schon mal einstellen. NTA 3, 3 noch. So, oben und dann für mich erstmal erledigt. Shit, jetzt kommt der Einser dann hier. Ah, ich würde mal sagen, Richtung ändern. Also zweimal Richtung ändern, da oben rein. Ah, das ist so kacke. Ich glaube, ich stelle schon mal ein. So. Yeah, Exeter. 7 Minuten Verspätung. Oh, der bleibt überall stehen. Und dann bei NTA auf Gleis 1.
Er fährt dann hier auch auf die 2. Gut, alle klar. 005, dann auf die 1 runter. Erledigt. Moment, ist der jetzt hier schon bei Hammett da unten? In diesem Loopgleis. Ja, ich glaube, der ist von Hammerton hier schon. So, Plymouth 8 nach Exeter. So, PGN 1 will abfahren, dann sagen wir hier mal dauerhaft ändern. Das ist vermutlich nicht sehen, weil da das Video ist. So, habe ich gesagt, Gleis 8, der hält in TOTS 2. Oh, nicht klar. Ist eingestellt. Oh, da stellen wir auch gerade zweimal ein. Und dann Tod 2 für den nächsten. Okay, der da oben hat die Richtung geändert. Wo ist 381 momentan? S337, wo ist denn S337? Bin ich jetzt doof? Welcher Zug steht hier vor Rot? Hä? Adam S33. Gibson Junction bleibe 5. Ach, warte mal, das ist da unten. Ah, Entschuldigung, der muss ja noch. Das ist der Zug. So, bleibe 5. Bitteschön. W196, das ist der hier. Und fährst du dann... Nein, scheiße. Der ist zu lang. Was ist, wenn wir schnell den hier machen? Ach, die Scheiße, das ist eine mega Bastelei hier. Komm, fahr noch ein Stück weiter. So, und jetzt sagen wir nochmal gleich dauerhaft ändern. Fahrtrichtung hier nicht ändern. Ja gut, dann fast bis zum Signal und dann ändern. Mensch, das ist also eine typische Bastelaufgabe hier von mir. So, der Zug ist auch mein Tod 1. Da ist das Abstellbereich hier links. Inklusive toten Gleis. Da ist schon lange nichts mehr gefahren.
Ah, das sind die zwei Gleise, was wir hier bei der Junction haben, was da gerade hochkommen sind. Ja, runter auf 25. Bei der Einfahrt hier. Ah, 311, wo bist eigentlich du hin? Immer noch dreimal auf NTH2 und Torz bleibt ja auch stehen. Gut. Und stellen wir das auf die 2 auch schon mal ein. Einmal auf 6 noch paar kannst du haben. Halt. Jetzt Signal hier. So, Kollege. S236. Kannst du jetzt die Richtung bitte ändern? Ja, er ändert die Richtung. Geil. Was macht der Bahnübergang da jetzt gleich, wenn er da nach hinten zurückfährt? Na, jetzt hat er ja da keine Fahrstraße. Er ist zumindest angegangen jetzt hier. Und der Zug ist endlich in Plymouth angekommen. Oh, kenne ich so vom Gleisbild ein bisschen wieder. So. Kriegst du hier schon mal die Ausfahrt? Bahnübergang machen wir zu. So, und der Kollege will nach PGN2. Wie kommst du? Viel Spaß da unten. So, und ich würde auch sagen, für unser Video ist hier erstmal Schluss. Das war mal Stellwerksinn ein bisschen auf die andere Art und Weise, aber dafür haben wir jetzt mal die Strecke gesehen, die wir da hier bedienen. Das hier an sich ist relativ ruhig so zum Bedienen. Also da kann man schon was nebenbei ein bisschen machen. Man muss bei gewissen Fahrten aber schon aufpassen, wen man dann zuerst schickt. Also gerade eben dieser Fehler da, der mir hier im Pacten passiert ist, das rächt sich da natürlich. Und natürlich, wenn man hier bei der Junction die Züge falsch schickt. Das tut dann ein bisschen weh. Aber ansonsten, nette Station hier. Mal schauen, ob wir noch was anderes Interessantes in England finden, wo ich mich mal reinsetze. Vielleicht sogar Exeter. Muss mal gucken, ob das irgendwie spannend ist zum Stellwerken. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.